Joachim, hier ist der Oliver Session aus dem Frankfurter Showroom und genießt einfach mal den Ausblick über unsere riesige Gitarrenkollektion, die wir hier jeden Tag bewundern können. Und viele sind schon an der Schockstarre umgefallen, die hier die Treppe hochgelaufen sind, voll geil. Die Frage ist natürlich, warum kostet eine Gitarre unterschiedlich viel Geld? Vielleicht, weil sie mehr oder weniger kaputt ist? Mal sehen. Auf jeden Fall kläre ich das jetzt in Ollis Starthilfe. Was bestimmt den Preis einer E-Gitarre? Und im Grunde wäre die Frage leicht zu beantworten, denn man könnte sagen, naja, das, was man für eine Gitarre ausgeben will. Toll, super, dafür brauchst du kein Video. Ja? Trotzdem stelle ich mir manchmal vor, wenn man so vor unserer Webseite sitzt und man sortiert die Gitarren so nach Preis, wenn man sich für ein Modell vielleicht auch schon entschieden hat oder für eine Modellrichtung, und dann sieht man irgendwie die billigste Gitarre dieser Art, kostet vielleicht 200-300 Euro und halt die teuerste 5000. Und dann denkt man so, okay, irgendwas stimmt da nicht. Entweder werde ich verarscht oder ich habe vielleicht was nicht ganz verstanden. Ja? Und deswegen habe ich mir heute mal gedacht, ich packe mir mal zwei der berühmtesten E-Gitarrenmodelle, die es überhaupt auf unserem Planeten gibt, die Gibson Les Paul und die Fender Strat, und halte mal die verschiedenen Serien ein bisschen gegenüber und versuche mal zu erklären, wie diese Preissprünge zustande kommen. Ja, ich mache das ja schon Jahre und ich erinnere mich sehr, sehr gerne an einen Fall. Kam ein älterer Herr zu mir und meinte, Olli, ich suche Strat. Und ich so, okay, kein Problem, suche mal eine Strat. Und er hatte überhaupt keine Ahnung von Preiskategorien und wollte einfach eine gute Gitarre kaufen oder wollte eine Strat kaufen. Das war schon mal klar. Und dann hatte er die Vorstellung, die Gitarre sollte so 1500 Euro kosten. Ja? Letzten Endes ging er mit einer Custom Shop raus. Und nicht, weil ich ihm die aufgeschwätzt habe, sondern einfach, weil ich ihm die Unterschiede so weit erklärt hatte, dass er sich gesagt hat, okay, dann ist es mir das eben wert, dann soll es eben 3000 Euro kosten. Damals waren die Custom Shop Strats noch ein Stück billiger, anstatt vielleicht eine American Standard für 1500. Ja? Und da geht es ja schon los. Ja? Das heißt, wie gesagt, im Grunde ist es ja ganz einfach. Im Grunde entscheidet sich ja, was will ich für eine Gitarre ausgeben, schon relativ früh. Ja? Und wenn ich auf der Webseite selber schaue oder wenn ich selber nach dem Fernseher schaue, dann sehe ich ja auch, okay, Fernseher gibt es von 500 bis 3000 Euro. Vielleicht suche ich mir einen für 1500 aus, weil das ist so meine Preisliga. Zumindest will ich mich da mal orientieren. Trotzdem wüsste ich natürlich auch ganz gerne, was unterscheidet denn wirklich einen teureren Fernseher im Detail von einem billigeren Fernseher und warum gibt es diese Preisunterschiede. Ja? Denn eine Sache steht mal fest und das ist natürlich so ein Punkt, der auf unserem Kanal oft kontrovers diskutiert wird. Nichts ist grundlos teuer. Und das meine ich in vollem Ernst. Ja? Nichts ist grundlos teuer. Es gibt für jeden Cent, den eine Gitarre letzten Endes im Verkauf kostet, einen Grund, den man auch nachvollziehen kann. Ja? Viele sagen dann, ja, du bezahlst den Namen und so weiter. Ich habe die Diskussion ja relativ oft, ja? Dass es dann heißt, naja, ich will, nehmen wir mal H und Fender zum Beispiel. Das ist ein gutes Beispiel. Ne? H-Gitarren sind hervorragende Fender-Style-Gitarren, ich muss vorsichtig sein, keine Stratocaster, das ist ein geschützter Begriff für Fender, aber sind Gitarren, die verflucht gut klingen. Ja? Und trotzdem würde ich heute hier sagen, eine Fender Custom Shop Strat oder Custom Shop Tele, wie auch immer, ist das wertvollere Instrument. Warum? Weil das Instrument zum Beispiel auch teurer wiederverkauft werden kann. Ja? Das heißt, wenn man sich überlegt, ich möchte gerne H verkaufen oder ich möchte gerne eine Fender Custom Shop verkaufen, die erstmal auf den ersten Blick fast baugleich sind und so weiter, ist trotzdem die Fender das wertvollere Instrument, weil einfach die Nachfrage höher ist und dadurch auch der Preis höher ist. Ganz einfaches Modell. Ja? Und wie gesagt, letzten Endes geht es darum, was will ich für eine Gitarre bezahlen? Ich mache gerne mal den Vergleich, eine Gitarre kostet so viel wie ein Fahrrad. Es ist wirklich so. Ja? Es gibt Fahrräder von 199 Euro bis 10.000 Euro, keine Ahnung, die wichtigen Räder liegen dann vielleicht so bei 3.000, 4.000 Euro im obersten Bereich, wo man erstmal sagen kann, das könnte ich mir fast noch zutrauen, mal zu kaufen, irgendwann, wenn ich jetzt verrückt genug wäre. Aber viele Räder liegen so bei 6.000, 7.000, 8.000 Euro. Das ist genau wie mit Gitarren. Das ist genau das Gleiche. Im Prinzip geht es darum, dass man einfach seine Price Range hat und dann sagt, okay, das möchte ich gerne investieren für eine Gitarre. Trotzdem kann es natürlich auch sein, dass man sagt, naja, gut, ich habe gedacht, ich komme mit 300 Euro davon, jetzt sehe ich,
dass es vielleicht 600 Euro wert ist und dann mache ich den Schritt einfach, weil ich ein bisschen auch in die Zukunft investiere. Ja? Und das ist so ein Punkt, wo wir bei Session wirklich richtig gut sind. Ich muss einfach sagen, die Leute kommen rein zu uns und suchen die Beratung und fühlen sich natürlich im ersten Moment von der Webseite her erstmal so ein bisschen verloren, weil man sieht, okay, die Gitarre hat Humbucker, die Gitarre hat eine Bridge, die Gitarre hat eine gewölbte Decke, Flamed Maple. Stehen auch bei den billigeren Modellen, stehen im Grunde fast vergleichbare Specs. Und wenn man nicht wirklich ein Experte ist, kann man überhaupt nicht verstehen, wie die Preisunterschiede zustande kommen. Ja? Und deswegen ist es für uns wirklich im Verkauf wirklich essentiell, dass wir die Leute so beraten, manchmal auch so ein bisschen schubsen, muss ich schon auch mal sagen, dass man sagt, hey, komm, jetzt versuch das mal zu investieren. Du spielst klasse, ja, und dann mach's einfach. Ja? Natürlich ist auch die Frage, wo man steht, und bei Ollis Starthilfe geht es ja um Anfängerberatung im weitesten Sinne. Ich erinnere mich an einen Anfänger, der war schon ein bisschen älter, ich glaube, der war Mitte 50. Das ist schon länger her, hat sich damals eine Gibson Les Paul Plus geholt, damals kostet noch 4.500 Mark, und eben so ein Gibson Röhrenamp geholt für nochmal 1.500 Euro, ist dann nach Hause gefahren und hat sich das einfach mal gegönnt. Ja? Und fand ich klasse, es war das teuerste Anfängerset, was ich je verkauft habe. Wahnsinn, ne? Also wenn man das machen will, tut man es einfach. Gestern hatte ich einen da, kam rein, ich habe noch nicht Gitarre gespielt und hatte sofort eine 59er in Hand. Ich so, what? Weißt du überhaupt, wovon du hier redest und so weiter? Klar, das muss natürlich irgendwie zusammenpassen, aber jeder, der zu uns kommt, darf sich alles anschauen, darf alles spielen und darf mit uns reden. Jetzt bin ich für euch da, für alle, die nicht so weit fahren wollen, und deswegen fange ich jetzt einfach mal an. Es geht natürlich um die Gibson Les Paul und die Fender Strat als historisches Vorbild, und das bemühe ich ja sehr, 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 sehr oft. Es geht im Grunde um Gitarren, die Mitte der 50er Jahre entwickelt wurden. Und komischerweise ist es so, dass die ganz geilen, teuren Custom Shop Gitarren immer noch ganz genauso gebaut werden wie Mitte der 50er Jahre. Da hat sich nicht viel verändert. Und ich würde sogar so weit gehen, je originaler und je authentischer man an diesen alten Oldtimern dran ist, desto verrückter werden die Fans. Ja, es ist ein bisschen so, wie wenn Mercedes jetzt anfängt, den 300 SL mit Flügeltüren und roten Ledersitzen ohne Sicherheitsgurte in Silber nochmal aufzulegen. Ich glaube, da würden auch einige zuschlagen. Ja. Genauso ist es auch mit Fender und mit Gibson. Es gibt natürlich diese Schmieden, diese Manufakturen, wo hochbezahlte Spezialisten arbeiten, die natürlich in den USA sind, ganz, ganz klar. Und natürlich ist es so, dass eine Gitarre aus einem Land, das höhere Lohnkosten hat, natürlich teurer sein muss als eine Gitarre aus einem Land, wo niedrigere Lohnkosten herrschen. Ja? Das ist der Punkt. Ja? Das ist im Grunde ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn es um Gitarrenherstellung geht. Ja? Letzten Endes ist es ja so, dass sowohl Fender als auch Gibson versucht, unterschiedliche Serien aus unterschiedlichen Ländern auch anzubieten. Ja? Ich habe ein langes Video gemacht über Fender Gibson Serien, deswegen gehe ich jetzt mal ganz leicht nach links. Zum Beispiel gibt es von Gibson, wenn ich mal ganz unten anfange, Epiphone, ja, die im Grunde ja, wenn man es mal vergleicht, ich nehme mal die Studio, Epiphone Les Paul Studio und Gibson Les Paul Studio, erstmal genau gleich aussehen. Das ist ja auch der Trick, und das ist immer das, was ich auch im Laden sage, Leute, hört euch den Vergleich an, ja, kommt in den Laden, vergleicht die Gitarren, denn übers Bild und über den Preis bekommt ihr es nicht mit. Ne? Ganz, ganz klar. Die Gitarren klingen unterschiedlich, und die Gitarren sind natürlich deswegen unterschiedlich teuer, weil sie in unterschiedlichen Ländern und in unterschiedlichen Fabriken gebaut wurden. Und letzten Endes geht es dann natürlich auch ans Eingemachte, wenn man dann fragt, okay, aus welchem Material ist denn die Brücke, welche Pickups sind am Start, welche Hölzer wurden verbaut und vor allen Dingen, welche Verarbeitung hat die Gitarre genossen. Das heißt, letzten Endes geht es darum, wie lange hat man an der Gitarre geschraubt. Letzten Endes geht es genau darum. Ja? Und wie lange wurde an der Gitarre gebaut? Und das ist natürlich dann ganz klar, wenn ich zum Beispiel mal die Les Paul Studio unter die Tribute in die Hand nehme, die unterschiedliche Preisklassen darstellen, dann sehe ich natürlich, dass die Les Paul Studio hochglanzlackiert ist. Das heißt, ein Arbeitsschritt mehr. Und bei der Les Paul
Tribute geht es darum, dass man einfach diesen High-Gloss-Prozess weglässt. Ja? Gar kein Problem, wenn man das so akzeptiert als Käufer, ist alles super. Ja, da hat man eine Gitarre, hat man gleich mal 300, 400 Euro gespart und schon spielt man eine echte Gibson Les Paul. Und wenn man dann noch ein bisschen weiter runter geht, dann sagt man, komm, weißt du was, wir lassen noch einen Arbeitsschritt weg. Ja, wir verzichten einfach auf die gewölbte Decke. Schau mal hier, reines Mahagoni. Zack. Und schon hat man wieder ein bisschen Geld gespart. Ne? Weil, wie ihr seht, die Gibson Les Paul. Studio hat eine gewölbte Decke, so wie es sich gehört. Übrigens ganz genauso wie die teuerste Serie, wie die 59er aus dem Custom Shop, eine gewölbte Decke, gar kein Problem. Aber jetzt seht ihr natürlich schon, die Holzauswahl bei der Custom ist natürlich extrem exklusiver. Ja? Und das ist natürlich ein Punkt, es gibt ja nicht unendlich viel geflammtes Ahorn. Und wenn ich zum Beispiel mal, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander gekommen, wenn ich jetzt die Les Paul Standard, wo habe ich sie denn? Hier, direkt neben der Custom Shop, ne? Da kann man es eigentlich ganz gut sehen. Auch eine Serie aus USA, die ist schon ein bisschen weniger gefigert oder gemasert. Figuring sagt man ja, Figured Maple. Und ganz klar, die schönere Decke hat die Les Paul aus dem Custom Shop. Und natürlich auch das selektiertere Mahagoni für den Body. Merkt man oft am Gewicht und natürlich am Klang. Ja? Das heißt, wenn man dann natürlich sagt, okay, mir reicht eine Gibson Les Paul, mir sind 2000 schon genug, ja? Dann ist alles in Ordnung. Wenn man aber dann die 59er spielt und völlig wahnsinnig wird, dann kommt man wiederum ins Grübeln. Und letzten Endes geht es natürlich darum, will ich das haben oder bin ich damit auch schon zufrieden. Ja? Aber es geht natürlich um die Verfügbarkeit von Materialien. Ich sehe das, was ich gerne sage, auch im Verkauf, letzten Endes geht es darum, wenn ich eine Kuh schlachte, sorry an alle Vegetarier, dann geht es natürlich darum, es gibt keine Kuh, die nur aus Filet besteht. Mein Gott, natürlich nicht. Deswegen ist das Filet einfach sauteuer. Ja? Und davon gibt es einfach weniger. Und Suppenfleisch ist halt billiger, weil es davon mehr gibt. Ganz einfacher Vergleich. Ja? Letzten Endes geht es in beiden Fällen um Fleisch. Und genauso geht es in beiden Fällen hier um Holz. Und natürlich ist das eine weniger verfügbar als das andere und dann auch teurer. Ja? Beide Gitarren klingen total geil, wenn man sie isoliert spielt. Ja? Trotzdem, wenn man sie im Vergleich spielt, muss man sich überlegen, okay, wo soll die Reise hinführen? Wie gesagt, hier fehlt zum Beispiel die Ahorndecke, das heißt ein Arbeitsschritt mehr und schon habe ich wieder einen geringeren Preis am Start. Ja? Deswegen gibt es auch die Gibsons in der unteren Preisklasse schon relativ schnell zu haben und oft ist es so, dass wir im Verkauf auch gerne mal sagen, pass mal auf, hör dir mal die Epiphone an, ja? Die hat die Optik. Wahnsinn. Die hat die Optik genau von der Les Paul Standard. Ne? Wahnsinn. Wenn ich mal beide nebeneinander halte, habe ich natürlich beides fast deckungsgleich. Ich kann so fast nicht unterscheiden. Ich habe vorhin habe ich schon fast die Epiphone verwechselt mit der Gibson Les Paul Standard. So nah hat sich Epiphone mittlerweile an Gibson angenähert. Und ich sag mal, zur ganzen Wahrheit gehört natürlich auch, dass die Epiphone Les Paul natürlich eine Kopie von Gibson ist. Das heißt, wird nicht in den USA hergestellt, hat im Grunde, wenn man mal ganz ehrlich ist, nichts mit Gibson zu tun, außer dass die Erlaubnis von Gibson erteilt wurde, eine Gitarre im Stil einer Les Paul zu bauen. Das ist die komplette Wahrheit. Ja? Das heißt, es gibt Baupläne und es gibt E-Mails, die dann nach China fliegen, zack, und dann wird dort in einem Werk eine Les Paul-ähnliche Gitarre gebaut. Das ist die ganze Wahrheit. Natürlich geht es darum, dass man sagt, okay, ich kann den Preis damit auch sechsteln. Alles in Ordnung, ja, wunderbar. Aber es geht natürlich auch darum, dass man sagt, es ist eine Gitarre, die nicht aus USA kommt und die auch anders klingt und die deswegen auch preiswerter ist. Ja? Und früher, ich habe es in vielen Videos auch schon erwähnt, in den 70ern hatte Fender und Gibson stark zu kämpfen mit Kopien. Ja, gab es dann von Tokai, gab es Les Pauls und auch sehr, sehr ernstzunehmende Strats. Und ich glaube, die Squire Strats aus Japan wurden damals von Tokai gebaut. Weiß ich nicht. Könnt ihr ja mal in die,
in die Kommentare schreiben. Ich glaube, es war so. Natürlich ist dann der Gedanke geboren worden zu sagen, wisst ihr was, wir wollen uns nicht von Firmen dieses Business von preiswerteren Gitarren wegnehmen lassen und wir bauen einfach unsere Gitarren auch in Fernost oder auch in Japan. Daraus wurde dann letzten Endes Korea oder jetzt auch Indonesien. Das ist im Grunde die Squire Classic Vibe, die gar nicht mal so unterschiedlich aussieht zum amerikanischen Vorbild. Verrückt, ne? Außer die Farbe, ne? Also von Weitem auf der Webseite. Ne? Die eine kostet fast 2000 Euro, die andere kostet 400 Euro. Verrückt, ja? Gleiche Gitarre, gleicher Bauplan, aber natürlich eine absolut freche Fälschung, könnte man sagen. Ist natürlich keine Fälschung, weil Squire darf fälschen, ja? Oder darf eine Strat bauen, weil natürlich die Erlaubnis, hier steht es ja, für alle, die ganz genau hinschauen wollen, Squire by Fender, ja? Und das ist natürlich der Trick, den dann große Firmen machen und sagen, komm, wenn du dir die große Gitarre noch nicht leisten möchtest, dann holst du dir halt die kleinere Schwester davon. Und das ist natürlich auch ein Punkt, wo ich im Verkauf öfter mal bisschen auch nach dem Alter und dem Fortschritt gehen will. Ja, also wenn dann der Anfänger vor mir steht oder wenn ihr vor mir stehen würdet, würde ich euch eigentlich fragen, okay, wie alt seid ihr? Wie lange spielt ihr schon Gitarre? Gibt es vielleicht Geschwister, die schon Gitarren haben oder wie ist das Umfeld? Spielt der Vater Gitarre? Das sind alles so Punkte, die so ein bisschen sortieren für mich, welche Gitarre für denjenigen, der wirklich vor mir steht, auch das Richtige ist. Denn wenn jemand 13, 14 ist und nach einer Strat sucht, warum soll ich ihm, wieso soll ich ihm dann eine Custom Shop Strat verkaufen? Das ist ja auch irgendwie Unsinn, weil er kann damit gar nichts anfangen. Ja? Gibt es? Ich erinnere mich an so ein paar Fälle. Finde ich schwierig, ne? weil man hat ja dann noch, wenn man wirklich gerade anfängt, Gitarre zu spielen, auch ein bisschen Zeit. Und ich vergleiche es vielleicht auch immer so mit meiner Karriere. Ich habe auch mit einer billigeren Gitarre angefangen und habe mich dann im Laufe der Jahre irgendwie hochgeackert und in die besser klingenden und legendäreren Gitarren so ein bisschen verliebt und habe mich dann so nach oben gearbeitet. Aber letzten Endes geht es ja darum, dass man was findet, was gut funktioniert. Ja? Und das ist ein Punkt natürlich, wo wir bei Session darauf achten, dass selbst die billigsten Strats oder Les Pauls spielbar sind. Also die Gitarren, die man nicht spielen kann, gibt ja dann so ein paar Geschichten, wo die Hälse so krumm sind, dass man sie nicht mehr einstellen kann oder auch die Mechanik nicht richtig funktionieren. Das gibt es bei uns gar nicht. Also hier ist nochmal eine preiswertere, die kommt jetzt aus China. Ja? Da wird dann auch immer mehr weggelassen. Ja? Also die Hölzer werden noch preiswerter ausgesucht, um natürlich den Preis weiter runter zu bekommen. Ja? Muss gar nicht schlimm sein, weil man kann ja sagen, weißt du was, es gibt natürlich auch viele Spieler übrigens, die schon eine Custom Shop haben, die sagen, du, ich brauche was für einen Urlaub oder für einen Camper. Ja? Die sind froh, dass eine preiswerte Gitarre mittlerweile so gut spielbar ist und so wirklich ernst zu nehmen klingt, wie eine teure Gitarre. Also das ist der Wahnsinn. Gibt es mittlerweile. Und wenn ich überlege, womit ich damit angefangen habe, also da würde ich mir gar nicht vorstellen. Also ich wünschte, ich wäre oder ich hätte aus sowas wirklich auswählen können. Ja? Aber letzten Endes ist es natürlich so, nichts ist grundlos teuer. Ne? Wenn ich jetzt nochmal den Vergleich auf hier der Fender-Seite mache, ne? Mexico Road Worn oder was habe ich denn hier? Ah, Squire, sorry, ich muss hier auf USA Special. Die Mexico Road Worn Serie ist jetzt relativ neu wieder aufgelegt worden, ist auch mit so einem Aging versehen. Deswegen ist beispielsweise auch die Road Worn Serie mit diesem Aging ein Schluck teurer als die vergleichbare Mexico Serie, die so aussieht wie die American Original Serie, also dieses Vintage-orientierte. Ja, genauso ist dann die USA Special Serie ein Schluck billiger, weil dir zum Beispiel der Koffer fehlt zur Professional Series. Ja? Das ist natürlich immer so ein Punkt, was will man und wonach schaut man. Und letzten Endes ist es das Allerwichtigste, dass man natürlich in den Laden kommt und die Gitarren spielt und sich anhört. Ja? Denn dann sortiert sich von selber ganz allein,
was man für eine Gitarre spielen will. Ja? Und natürlich ist es so, wenn ihr hier die ganzen Gitarren seht, wir haben alles, was wir hier hingestellt haben, natürlich auch unter dem Video verlinkt. Das heißt, ihr könnt in ganzer Ruhe daheim auf die Gitarren klicken. Wir haben auch ein paar Landing-Patches zusammengestellt mit Gitarren in dieser Preisklasse bzw. aus den Serien. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, unter dem Video auch zu schreiben, was ihr davon haltet, bzw. ihr könnt unseren Kanal auch abonnieren. Wir sind auf Instagram und auf Facebook und vergesst nicht das Glöckchen, das war der Werbeteil. Aber natürlich ist es wichtig, weil wir machen die Videos natürlich für euch. Deswegen sitze ich hier und deswegen versuche ich das so ein bisschen einzuordnen. Ja? Weil mir geht es ja ganz genauso, wie gesagt, wenn ich einen Fernseher kaufen will, zum Beispiel, oder eine Videokamera, was auch immer. Ja? Dass ich mir überlege, warum sind die Sachen denn so teuer, wie sie sind. Ja? Und da muss natürlich jeder schauen, wie er es macht. Und das Gleiche gilt natürlich für andere Gitarrenmarken. Ich habe jetzt erstmal Fender und Gibson rausgesucht, weil sich da wirklich ganz gut zeigen lässt, worum es bei einer E-Gitarre geht. Vor allen Dingen, sehr verrückt, ne? Wenn ich mir manchmal überlege, ich klicke auf unsere Seite, gebe Les Paul ein, sehen alle Gitarren gleich aus, nur die Preise halt nicht. Ja, und insofern ist es natürlich super, wenn man dann sagt, okay, schau mal hier, hör sie dir vorher an und hier kannst du sie spielen. Ne? Alles bei uns anspielbereit im Laden. Jo, das war schon wieder fast von mir. Ich habe mich heute um die Frage gekümmert, was bestimmt den Preis einer E-Gitarre? Natürlich ist es am allergeilsten, ihr kommt einfach mal in die Filiale und fasst die Gitarren selber an. Jeder darf alles spielen. Jetzt Spaß macht's. Ja, tschüss.